Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Union Kurs. Wir waren bei Quest 749 stehen geblieben, wo wir in den Dungeon von Akraba gehen wollten. Und, also ins Verlies von Akraba, und da gehen wir jetzt rein. Die Gefangenenpassage. So. Circa 2 Stunden für mich vergangen. Und ja. Uff. Zuck ich wieder zusammen, wenn hier irgendwelche langfliegen, aber naja. Okay. Wir wollen ja jetzt Aladdin retten, der hier im Verlies sitzt. So, okay. Was ist mir schon wieder super heiß? Es wäre echt mehr toll, wenn wieder Tage kommen würden, die nicht ganz so heiß sind. Die war die Prinzessin. Ich kann es nicht glauben. Abu! Hilf mir hier raus! Keine Sorge, Abu. Ich werde sie nie wiedersehen. Ich bin der Straßenritter, erinnerst du dich? Und dort gibt's dieses Gesetz. Sie muss einen Prinzen heiraten. Und ich bin nur ein Idiot. Du bist nur ein Idiot, wenn du aufgibst, Junge. Wer bist du? Ein niederer Gefangener, wie du. Aber zusammen könnten wir vielleicht so viel mehr sein. Ich höre zu. Es gibt da eine Höhle, Junge. Eine Wunderhöhle. Gefüllt mit Schätzen, die jenseits deiner wildesten Vorstellungen sind. Genug Schätze, um sogar deine Prinzessin zu beeindrucken. Würde ich vermuten. Würde ich wetten. Aber das Gesetz sagt, dass nur ein Prinz heiraten kann. Du hast doch von der goldenen Regel gehört, nicht wahr, Junge? Wer auch immer genug Gold hat, macht die Regeln. Also, warum würdest du all diesen wundervollen Schatz mit mir teilen? Ich brauche einen jungen Mann mit starken Beinen und einem starken Rücken, um dahin zu gehen. Ein Problem. Es ist da draußen und wir sind hier drinnen. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Also, haben wir einen Deal? Ist das die Höhle von vorher?
Dann könnt ihr alle vielleicht unsere Hilfe gebrauchen. Lass uns losgehen. Die Gefangenenpassage, Teil 5. Na? Fairy Reaper. Okay. Das ging schnell. Das war schon die ganze Quest. Die Höhle, die Wunderhöhle, Teil 1. Wer stört meinen Schlaf? Ich bin es, Aladdin. Geh weiter, berühre nichts außer der Lampe. Erinnere dich, Junge, erst hol mir die Lampe. Und dann sollst du all deine Belohnung haben. Komm schon, Abu. Ist das? Oh, hey, was machst du denn hier draußen? Die Höhle ist gefährlich? Ach, keine Sorge. Ich muss nur eine Lampe finden. Ich werde zurück sein, bevor du es bemerkt hast. Ich werde es tun. Das ist der einzige Weg, um gut genug für Prinzessin Jasmin zu werden. Du wirst mitkommen? Oh, das ist großartig, danke. Nun, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Holt mir die Lampe. Ja, dieses Thema von wegen, dass nur einer beitreten kann, ist schon sehr schwammig, wenn da mehrere beitreten können. Und nein, ich bin da jetzt nicht nur wegen Kingdom Hearts, weil wir als Schlüsselschwertträger mit einfach reinkommen. Nein, Abu darf ja auch rein. Hätte er normalerweise nicht gedurft. Eigentlich, wenn man das ganz wörtlich nimmt. Die Wunderhöhle, Teil 3. Gucken wir mal die Treppe nach oben. Eine sehr lange Treppe, wie man merkt. Es geht sehr hoch. Demzufolge auch sehr tief. Ja gut, okay, aber die Gegner sind ja nach wie vor kein Problem. Was ist los? Ein magischer Teppich?
Komm raus. Wir werden dich nicht verletzen. Wir werden nicht viel tun. Bist du schon lange hier? Vielleicht kannst du uns helfen. Weißt du, wir suchen nach einer Lampe. Wir versuchen eine Lampe zu finden. Ich denke, er weiß, wo sie ist, wo es ist. Die Wunderhöhle Teil 10. Mit einem Volcanic Lord. Boah, sie kennen wir ja schon aus Kingdom Hearts 2. Diese Herzlosen. Ich bin ziemlich froh, dass du hier bist, bereit? Ja. So viel zu den beiden. Okay. Muss direkt vor uns sein. Lass uns gehen. Okay, wartet hier. Was ist es? Das ist, was wir der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Abu, nein! Du hast etwas du hast den verbotenen Schatz berührt. Jetzt werdet ihr niemals wieder das Licht des Tages sehen. Hilf mir. Wirf mir die Lampe zu. Ich kann mich nicht festhalten. Gib mir deine Hand. Erst gib mir die Lampe. Ja, endlich. Hier ist deine Belohnung. Deine ewige Belohnung. Endlich, die Lampe gehört mir. Sie gehört mir, ich... Wo ist sie? Nein. Nein! Wo ist Aladdin Teil 1? Jasmin, Liebling, was ist denn was ist das Problem? Es ist Jafar.
Er hat etwas Schreckliches getan. Radi? Radi! Achso, hier, Radi. Ich war besorgt. Geht's dir gut? Sieht so aus, als hätten wir Aladdin und Abu verloren. Lass uns sehen, ob wir sie finden können. Natürlich hat mich Shiriti geweckt. Wie konnte ich das noch vergessen? Okay. So, ja, wo ist Aladdin Teil 3? Wird man jetzt finden. Die Quest mit Erkaba zieht sich noch eine Weile. Glaube ich. Ich glaube, wir würden die Welt jetzt auch beenden in dieser Runde. Also wenn ich jetzt hier, wenn wir praktisch das nächste Mal die Welt wechseln, ist glaube ich Akaba fertig. Diese Aufnahmesession schaffe ich das bestimmt, aber ich weiß nicht, aber nicht bestimmt nicht mehr in diesem Part. Oh. Du bist es. Was ist passiert? Richtig, wir sind gefangen. Dieser zweischneidige Sohn eines Schakals. Dieser Mann, nur dieser Mann, wer auch immer er war, er ist schon längst weg mit der Lampe. Abu! Ach, du haariger kleiner Dieb! So zusammen, so viel Schramm für ein nutzloses Stück Müll. Hey, ich denke, ich glaube, da ist was drauf geschrieben, aber es ist zu schwer zu lesen. Ui, 10.000 Jahre werde. Gott. 10.000 Jahre werden dir ziemliche Verrenkungen im Nacken geben. Ah. Wow, es fühlt sich so gut an, wieder draußen zu sein. Hi, von wo bist du? Was ist dein Name? Aladdin? Radi. Tut mir leid, nicht du. Der Typ mit der Lampe. Es ist so eine Art Lampen-Genie-Prioritätsding. Ich muss meinen Kopf härter angeschlagen haben, als ich dachte. Sag, du bist ein bisschen kleiner als mein letzter Meister. Warte eine Minute. Ich bin dein Meister? Das ist richtig. Das ist richtig, 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 das ist richtig.
Was wünschst du dir von mir? Der... der immer beeindruckenden und langen... enthaltenen... des langen enthaltenen, oft imitierten, aber niemals duplizierten Genie auf der Lampe, aus der Lampe. Richtig, hier direkt von der Lampe. Richtig, hier für dich, für deine Wunscherfüllung. Ja, ist auch schwierig zu übersetzen. Moment. Wunscherfüllung? Drei Wünsche, um genau zu sein. Du wirst mir drei Wünsche erfüllen, die ich will? Beinahe. Es gibt ein paar. Vorbehalte. Nur ein paar Klitzekleinigkeiten. Vorbehalte? Du meinst Begrenzung bei Wünschen? So viel zu allmächtiger Genie. Ich weiß nicht, Abu. Er kann uns wahrscheinlich nicht mehr aus dieser Höhle rausholen. Sieht so aus, als müssten wir einen Weg herausfinden. Entschuldige bitte. Du bekommst deine Wünsche, also setz dich hin. Halte deine Hände und Arme innerhalb des Teppichs. Ja, komm, wir gehen raus hier. Jafar, das ist... das ist empörend. Von jetzt an wirst du immer mit mir diskutieren, bevor du irgendwelche Gefangenen verurteilst. Und bevor du sie köpfst. Ich versichere euch, eure Hoheit, es wird nicht wieder passieren. Jasmin, Jafar. Lasst uns jetzt dieses schreckliche Chaos hinter uns lassen. Bitte. Meine demütigste und bescheidensten Entschuldigungen zu dir natürlich auch, Prinzessin. Zumindest eine gute Sache wird kommen dafür, wenn ich gezwungen bin zu heiraten. Wenn ich die Königin bin, dann werde ich mit meiner Macht, werde ich mit der Macht dich loswerden. Das ist schön. Dann ist ja alles geklärt. Also Jasmin, kommen wir zurück zur Feier des feierlichen Geschäfts. Jasmin! Wenn ich doch bloß diese Lampe in meine Hände gekriegt hätte. Wenn sie einen Mann findet, wird sie uns verbannen. Oh. Warte einmal kurz. Warte mal kurz. Jafar. Was es wäre, wenn du der Mann wärst? Was? Du heiratest die Prinzessin. Dann, bist du der Sultan. Oh.
diese Spitzmaus zu heiraten und Sultan werden. Die Idee... hat seine Vorzüge. Zum Bazar. Na, wie findest du das, Mr. Zweifel, Herr Zweifler, Mustafa? Oh, du hast es mir sicher gezeigt. Jetzt zu meinen drei Wünschen. Haben mich etwa meine Ohren betrogen? Drei? Du hast doch einen verbraucht, Junge. Nein. Ich habe niemals wirklich gesagt, dass ich mir wünsche, aus dieser Höhle rauszukommen. Du hast das ganz alleine gemacht. Oh, aber ich... Ich fühle mich verlegen. Alles klar. Aber keine weiteren Freiheiten. Keine weiteren Freikarten. Gut, faires Geschäft. Also drei Wünsche. Ich möchte, dass sie gut sind. Was würdest du dir wünschen? Ich? Niemand hat mich jemand gefragt. Er hat mich das jemand zuvor gefragt. Nun, in meinem Fall... Ach, vergiss es. Was? Sag's mir. Freiheit. Ich bin ein Gefangener. Ja, ein Gefangener zu sein ist alles Teil und das... ist alles Teil vom Paket dieses gesamten Genie-Dings. Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleiner Lebensraum. Oh, aber frei zu sein, mein eigener Meister zu sein, so eine Sache, es würde größer sein, besser sein als alle Magie und alle Schätze der gesamten Welt. Aber worüber rede ich eigentlich? Das wird niemals passieren. Warum nicht? Der einzige Weg, wie ich, hier rauskommen könnte, ist, wenn es mir mein Meister mich rauswünschen würde. Also kannst du dir bestimmt schon denken, wie oft das passiert ist. Ich werde es tun. Ich werde dich frei, freilassen. Ich verspreche es. Nachdem ich meine ersten zwei Wünsche gemacht habe, werde ich meinen dritten benutzen, um dich freizusprechen. Nun, zumindest ist Hoffnung hier. Alles klar, dann lasst uns etwas Magie fabrizieren. Was möchtest du am meisten? Nun, da ist dieses Mädchen. Sie ist klug und spaßig und wunderschön, aber sie ist eine Prinzessin. Um überhaupt eine Chance zu haben, müsste ich ein... Hey, kannst du mich zu einem Prinzen machen? Nun, war das jetzt ein offizieller Wunsch? Dann sag die magischen Worte. Genie, ich wünsche mir, dass du mich zu einem Prinzen machst. Alles klar, du bist ein Prinz. Komplett mit Turban, Federn und gut aussehenden Schuhen. Wow, danke Genie. Das ist unglaublich. Jetzt kann ich bestimmt Jasmin überzeugen. Hey, danke für deine Hilfe, Heradi. Nun, wünsch mir viel Glück. Ich schätze, es ist wahr, was sie sagen. Liebe gibt dir einen Tunnelblick. Ja, ja, merkt ihr das, Kind. Du warst ziemlich ruhig da hinten. Ich hätte... haben wir wieder ein tolles Wort. Eieiei. Hochkant? Okay. Ich schätze, es war schwer, ein Wort da hochkant zu kriegen.
willst sicher gehen, dass die Dinge gut für Anadin laufen? Du scheinst wirklich... ernsthaft besorgt um ihn zu sein. Ich bin auch etwas neugierig wegen der Prinzessin. Warum gehen wir dann nicht zurück zu Akaba? Wenn du doch bloß früher losgesprochen hättest, dann hätten wir einen Freitflug kriegen können. Oh je, naja, wir sehen uns da. Ja, typisch. Weil unser Charakter ja fast nicht redet. Haben wir jetzt keinen Freiflug. Wir müssen den ganzen Weg latschen. Aber zum Glück überspringen wir die meisten nutzlosen Quests. Das macht den Weg für uns zumindest einigermaßen kurz. Okay, das war diese Quest. Und damit sollten wir jetzt... ja. Zum Bazaar Teil 3 machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.